Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, neuen, aber feinen Projekt namens Clouds of Darkness. Es ist schon wieder ein Feed the Beast Custom Pack. Das kriegt ihr mit dem Code Darkness im Feed the Beast Launcher unter dem Reiter Third Party Packs. Ja, und es ist eine SkyQuest Map und ich find's cool. Das ist mein Spielstand, den ich quasi schon privat gespielt habe und ich habe mir gedacht, hey, wenn du sowieso spielst, kannst du draufnehmen, hey. Und deswegen machen wir aber eine neue Welt natürlich. Let's play Darkness und Create New World. Einstellen können wir nichts, denn es ist eine vorgefertigte Welt. Mit allem vorgefertigt, wie man es halt so kennt von diesen Custom Packs, die eine feste Karte haben. So. Es hat was von Agrarian Skies, aber nicht ganz so Hardcore. Man kann hier auf Hardcore spielen, aber ich glaube, ich weiß noch nicht genau, ob wir Hardcore spielen oder nicht. Mal gucken. Und ja, hallo, da sind wir auch nun in unserem kleinen Haus. So, hier sehen wir, es regnet, unser kleines Haus. Vom Regen geschützt, ein bisschen Bett, ein bisschen Teppich. So, Regeln. Alle Warp-Pages in das Buch B4 tun. Keine Portale kreieren. Softcore oder Hardcore. Das Ziel dieses Packages, beziehungsweise der Spaßfaktor an diesem Pack ist einfach das Warp-Buch. Man kriegt für Quests, die man erledigt, hier teilweise halt Warp-Pages, wo man dann zu verschiedenen Orten hin teleportieren kann, wie zum Beispiel Labyrinth oder ein verfluchtes Villager-Dorf und Dungeons und so weiter und so fort. Mit einem richtig dicken, fetten Loot, aber halt eben auch unglaublich schwer. Und ich überlege deswegen, ich möchte euch so gern so viel zeigen, deswegen habe ich ein bisschen Angst vor Hardcore, nicht weil ich feige bin, sondern einfach, wenn ich einen Fehler mache und wir dann tot sind, müssen wir von vorne anfangen und das ist ja auch nicht unbedingt, ne, Sinn und Zweck, wenn ich euch was zeigen möchte, deswegen nehmen wir HQM Quest. Aktiviert und have fun. Hier haben wir ein paar Startbücher, einfach nur bla 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 und unser Questbuch, das ist wichtig. Guck mal direkt mal rein und... To whoever finds this book. I must tell you about these beings. They killed everyone, but oddly enough kept me. All they kept calling me was the Inscriptor. Then they gave me this book. My only guess is they wish me to write the horrors that I have endured. Every time I think of it, I get sick to my stomach. What they did that night, no one should have to suffer through. It's been days since they've destroyed what I once called home. And as I lay silent through the night, I hear the whispers of their conversations. I hear they wish not to keep me much longer. I hear they talk of multiple lands and quests. Creating a new world. Also, there is talk of a creator. I'm guessing that whoever is handed this book will be the creator. I want you to know that these beings are not for the faint of heart. They hide in the clouds. They will always watch over you. Please do not think that this will be easy, because they will not take kindly to that. They will make you rip your hair out, over and over, but don't let them see. They will take it as a sign of weakness and condemn you, and move on to another creator. They have told me to start writing tasks. I will help you as much as I can, but I won't be here much longer. As you create what you call paradise, please be aware that the clouds of darkness will always be watching over you, and judging what is being done. Ja, das ist quasi die Geschichte unserer kleinen Insel. Alles wurde weggenommen. Der Inscriptor hier, das kleine Skelett, hat uns halt gesagt, dass wir der Creator sind. Und somit wieder alles mit Quests und halt neuen Ländern ja, wieder aufbauen müssen. Und ja, mal gucken, wie gut wir uns denn anstellen. Gucken wir uns mal die Quests an. So, so. The Way of the Creator. Das sind wir, das müssen wir tun. Und hier haben wir natürlich wieder unseren Startparadigmen quasi festgelegt, um zu, ja, quasi gesagt zu kriegen, was wir denn tun müssen. Das ist wunderbar, wir müssen Holz holen. Holz holen, das können wir gut. Das kennen wir ja. Ein bisschen gegen Holz kloppen. Das ist super. Das hier noch mit. Lalala. Das lassen wir nochmal da, weil hier ist nämlich, ich glaube, es ist der Mod Open Blocks, der die Blätter so schnell verschwinden lässt. Das ist hier nämlich auch mit drin. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass wir auch bloß Setzlinge da wieder rauskriegen. Natürlich brauchen wir dafür wieder den Krug, so die ganzen Standard-Dinger, die man inzwischen kennt. So,
ins Trockene gehen. Hier erstmal Planks machen. Zack. Wunderbar. Claim Reward. Water collecten. Erstmal ein Crafting. Eine Crafting Station. Hallo. Bauen. Hier ist Teppich im Weg. Zack. So. Na, die Schilder können wir später wegmachen. Dann sollen wir zwei Barrel machen. Machen wir, ist kein Thema. Weil ich glaube, ich zwei. Vielleicht lieber drei. Ich meine, wir brauchen die sowieso später noch für mehr. Aber drei Barrels. Und was hat er noch? Nachher Krugs, genau. Und halt. So, plöpp. So. Die ersten Quests sind ja zum Glück immer sehr einfach. Krug. Hey, hallo, ich habe doch Krugs. Ach, vier Stück brauche ich. Gut. Dann halt vier. Hopp. Vier Krugs, bitteschön. So, das übliche Anfangsprozedere. Wir sollen 64 Dirt machen, okay. Und Lava, aber dazu kommen wir später natürlich erst. Und hier ist unser Sieg, das wir machen sollen, aber dazu auch später. Erstmal machen wir unsere Reward Bags auf. 32 Zäune, geil. Eine Wooden Chestplate, geil. Ein Wooden Helmet, geil. Super, nur kacke, es hätte aber was Nützliches sein können. Das wäre aber schön. Aber nein, das, ja. Noch gut zu wissen wäre, in diesem Modpack ist Vayne-Miner mit drin, was ich recht komisch finde eigentlich, weil das nicht irgendwie zum Modpack passt. Aber hey, nutzen wir es auch. Ich habe meins auf linke Steuerungstaste gelegt. Oh, das war ja schon mal gut, dass da kein einziger Setzling rauskam. Dann machen wir hier lieber... Oh, apropos. Mein Sound ist ganz schön laut. Das war, wenn ich jetzt einen Setzling gekriegt. Das war gerade echt blöd. Das, war das ein Bug? Ich meine... Oder mir sind die ganzen Dinger im Haufen über die Klippe gekippt. Das kann auch sein. Apropos Klippe kippen. Schön vorsichtig hier. Sonst kippen wir doch über die Klippe und das wäre nicht so schön. Nein! Mein Setzling! Und hier schon von außen nach innen bauen, denn ja, sonst verschwinden uns Blätter und die brauchen wir. Vier Setzlinge, sehr gut, sehr gut. Gut, dann hauen wir jetzt mal das Holz da um. Oh oh. Schön vorsichtig. Hier, mach mal Holz da weg, da. So, meine Güte. Was ein Sauwetter eigentlich auch hier, ne? Ist ganz fürchterlich. Oh, noch ein Setzling. Ja. Okay, wir können ja mal, obwohl, nee, da warte ich, glaube ich, nochmal eben kurz, obwohl, hier, das muss noch weg. Süpp. Aber hier geht es gut. Ja. Ging gut. Ach, hier sind sie hingeplöppt. Okay, okay. Ja, manchmal macht Vayne meiner komische Dinge. Manchmal. Und da ich ja schon gespielt habe, weiß ich so einiges. Und zwar, das weiß ich. Hier sind überall Schätze versteckt. Das heißt, immer Augen offen halten. So. Wunderbar, ein Bogen und ganz viel zu essen. Dieses Dark Regen Bowl macht übrigens Regeneration. Also auch schön vorsichtig damit sein, dass man das nicht direkt auf den Kopf knallt. Also alles direkt auf ist. So, ich brauche eine Kiste. Zwei Kisten eigentlich. Und hier brauchen wir eine Kiste etwas anders bauen. Und zwar mit drei Slabs und der Rest ist Plank. Das ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber das hat man schnell wieder raus. So, tun wir es mal hier hin. Erstmal alles rein, was wir nicht brauchen. Das hier, das, die könnten wir eigentlich gleich mal anpflanzen, die Büsche. Sind ganz gut für Essen. Ist zwar hier nicht so hart mit dem Essen, aber trotzdem ist hier, glaube ich zumindest, ich bin mir gerade nicht so sicher, weil ich habe es nicht getestet, aber wenn man halt keinen Hunger mehr hat, stirbt man sofort an Verhungern, glaube ich. Müsste eigentlich so sein. Ja. Aber es gibt auch wieder viel Futtermods. Wir haben hier Food Plus. Wir haben Pumps Harvest Craft. Wir haben... Ich weiß gar nicht noch, was noch alles. Aber wir haben auch Magical Crops. Das ist übrigens hier später sehr wichtig. Und da freue ich mich riesig drauf. Endlich mal bei Magical Crops ein bisschen weiter zu kommen, als ich sonst immer komme. Ja, das wird toll. So, jetzt haben wir eine Büschlein pflanzen. Busch, Busch, Busch. Sehr schön. Und was wir direkt einfach machen könnten, wäre die Plattform ein bisschen... Nein, stopp, halt. Nein, bevor wir irgendetwas tun,
ist es am besten, wenn ich mir erstmal mein Holz wiederhole. Vielen Dank. Ach, genau. Und die Barrels raussetze, weil wir müssen ja unbedingt Wasser sammeln. Das ist wichtig. 1, 2, 3. Ja, okay, das lassen wir hier stehen. Das ist okay. Ist okay. Und dann brauchen wir auf jeden Fall was Tinkers Construct-artiges. Denn ich habe... Ach ja, ich vergesse. Denn ich habe echt keinen Bock, hier mit der Hand alles zu hauen. Deswegen gibt es erstmal das Übliche. Ups. So. So. Ein noch. So. Zack, zack. Toolstation, Pattern Chest, Part Builder und Stencil Table. Wunderbar, das Übliche. Und ich glaube, wie mache ich es hier am besten? Erstmal ein bisschen Teppich weg. Hier, der kann bleiben. Ist schön gemütlich, ist und bequem. Du darfst auch wieder, ey. Auch wieder zurück. Vielen Dank. So. Toolstation. Und Stencil Table. Und ihr, euch zwei mache ich mal klein. Schwupp. Na, schwupp. Ach, das Schild ist im Weg. Jetzt bauen wir eben die Schilder ab. Die braucht man nämlich eh nicht mehr. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Sehr schön. Höpp, höpp. So, zack und zack. Wunderbar. Ja. Okay, jetzt, wollen wir ganzen Stencils hin? Ach, die sind noch hier. Nee. Okay, was brauchen wir zum Anfang? Brauchen wir den nicht, aber den. Den, den, den und den machen wir trotzdem mal mit, weil wir es können und welche übrig haben. Dann brauche ich ein Schwert. Nö. Was ich noch brauchen werde, ist das auf jeden Fall später. Nicht zum Toolsbau, sondern für was anderes Lustiges. Aber dazu später mehr, ja. Okay, Partbilder, zack, 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 zack. So, aber da wir aus Holz nicht bauen können, brauchen wir Stein. Und zum Glück haben wir hier ein bisschen Startstein. Das ist ganz praktisch. Das heißt, wir können jetzt mal eine Wooden Pickaxe machen. Die ist zwar jetzt nicht so ultrahammermäßig, aber damit kriegen wir quasi unseren Startstein zusammen. Wir brauchen die Fläche hier unten drunter, ist alles aus Bedrock. Das heißt, hier ist dann Ende. 1, 2, 3, 4, nehmen wir mal 4, ist okay. 4 passt. Okay, dann halt, nehmen wir Stein. Zack, zack. Spitzhacke aus Stein. Dann war das Binding aus Stein? Ja doch. Und eine Tool Rod. Zip, zip. Basteln wir zusammen. Pickaxe. Und noch ein Stick. Hup. Für eine wunderbare Mattock. Fuck. So, das hätten wir, das hätten wir. Das hätten wir. Das brauche ich. Hier die ganzen Dinger können bitte weg. Vielen Dank. Warpbook. Ach, mein Warpbook. Aber das ist nicht das richtige Warpbook. Das richtige kommt noch. Aber erstmal eins nach dem anderen hier. Okay, also. Okay, hatte ich nicht. Gab den nicht noch? Survival of the Fittest. Das ist. Ah ja, genau. Die Schmiede. Und hier die Armor. Das ist ein Crafting Task. Challenge of the Beings ist genau hier. Magical Crops Gedönse. Ice Queen. Ah, das ist, glaube ich, Twilight Forest dann. Dann bei der Storage, genau, da hat man ganz viele Storage-Möglichkeiten. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Und dann gibt es hier unten noch ganz, ganz viel. Aber wir müssen das mal oben weitermachen. So, das heißt, jetzt braucht man ein Sieve, auf jeden Fall. Aber bevor wir das Sieve bauen, werde ich erstmal hier aufräumen. Und ich würde sagen, ich werde hier nicht unbedingt jeden kleinen Mist halt on-screen machen und ein bisschen was off-screen. Das heißt, ich werde off-screen jetzt erstmal nach der ersten Folge hier ein bisschen aufräumen, meinen Dirt sammeln, meinen Stein sammeln und vielleicht eine kleine Plattform schon bauen aus Holz, wo wir dann die Bäume anpflanzen können. Quasi das Anfangsprozedere von jeder Sky Quest Map. Ja, ich würde sagen,
Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Mir macht auf jeden Fall immer gut Spaß, solche Maps zu spielen mit ganz vielen Quests. Und wie gesagt, der Code ist Darkness, ist auch alles unten in der Beschreibung. Ja, und bis dahin. Ciao, ciao.